Der Künstler wandert immer noch durch sein Horrorhaus und hatte zuletzt in einer Schublade eine Werbung von einer Eheberatung gefunden. Also, was habe ich bisher gelernt, beziehungsweise was kann ich mir bisher zusammenreimen? Der Künstler humpelt. Das heißt, er ist derjenige, der diese Unterknieprothese hat und die ist nicht lang genug oder hat die falsche Länge, deswegen humpelt er. So. Und er hat eine Verlobte oder Ehefrau und es gab ein Kind und einen Hund. Frau, Kind und Hund sind nicht zu sehen. Sie sind entweder weg, weil es Eheprobleme gab, wie man da sehen konnte in dem Schrank, oder sie sind alle gestorben. Wahrscheinlich aber in einem Horrorspiel. Das irritiert mich hier, dass man diesen Vorhang nicht aufmachen kann. Boah, und hier hat's reingeregnet wie Sau. Was ist hier? Nur Bücher. Nur Bücher. Mach zu. Und wieder ein anderer Raum. Ja. Oh oh. Das ist gespenstisch. Und die Tür ist zu, klar. Ja, logisch. Oh oh oh. Hier hängt gar kein Bild. Wer bist du? Du siehst gelangweilt aus. Oh, dieses Sofa, dieser Wein. Was hat die in der Hand? Einen Krug? Hm. Papiere? Oh, hier das nächste Foto. Das könnte seine Verlobte sein. Von hinten natürlich. Moment. Fetzen der Liebe. Was? Ich habe jetzt irgendwas gesammelt. Ah, man kann manche Sachen auch sammeln, offenbar. Aha, okay. Dann mach mal zu. Ich kann Fotos sammeln, das gefällt mir. Das ist wie bei Mad Max. Was ist hier? Bäume vorm Fenster. Hier ist mal ein bisschen Licht. Warum mache ich das Licht aus? Going in circles. Sich im Kreis drehen. Das ist ein weniger angenehmes Bild, wie ich finde. Läuft hier jemand? Oh, dieser Wein überall. Und das muss auch gekostet haben. Wein ist nicht billig. Das nächste Schriftstück. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr. Wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass, sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihre äußerst müden Nachbarn. Okay, also die haben nachts sich angeschrien. Ich wundere mich, dass hier die Lampen an sind. Das war noch nie so. Also, es ist hier ziemlich hell. Aber hier natürlich nicht mehr. Ach so, ich muss die Tür aufdrücken. Wetten, wenn ich jetzt da reingehe, geht die Tür hinter mir zu und... Ja. Hallo, ist hier jemand? Ich traue dem Frieden nicht. Achtung. Tür geht zu. Superschnell. Und... Abgeschlossen, klar. Dieses Haus ist verwunschen. Und dieser Pflanze geht's nicht gut. Hallo, wer bist du denn, du mit der Brille? Was ist das? Ein Schrank? Mit?
Kram. Nichts, was hervorsticht. Mach wieder zu. Da oben? Schrank? Nee. Puh. Mann, gibt's ja viele komische Räume. Ist hier eine Geheimtür? Nee. Wer bist du? Das bleibt ein Geheimnis. Du siehst traurig aus. Da steht ein Name unten. Ach, man kann auch ranzoomen. Da steht Pfeil und dann irgendwas B. Ich kann es nicht lesen, das ist keine normale Plakette. Das hier? Boah, wer soll denn das lesen können? Das kann ich nicht lesen, das tut ja in den Augen weh. Das Bild gibt es hier mehrfach und es wird nicht besser dadurch. Das hier allerdings auch nicht. Was will mir das Spiel sagen mit diesem Raum? Hier liegt nichts. Hier ist wieder ein... Ach, oh, Kerzen. Oh, oh. Was war das? Kerzen anzünden macht... acht. Wie acht? Die acht war da gerade nicht da. Fünf, vier... Mysteriös. War die Kiste gerade da? Fünf, vier, acht. Fünf, vier, acht, das merke ich mir. Ah, fünf, vier, acht. Fünf. Vier. Acht. Sesam, öffne dich. Irgendwas flüstert mir in den Ohren. Was ist das hier eigentlich? Irgendetwas, was ich mir anschauen kann? Ich gucke gleich in die Truhe, aber ich lasse die Spannung ein bisschen steigen. Hier gibt's noch was. Leere Farbtuben. Und Dokumente. Der braucht ein eigenes Archiv bei so viel Kram. Oh, was ist das hier? Save the date. Merkt euch das Datum. Punkt, Punkt, Punkt. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni, in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Ah, okay, also sie sind jetzt verheiratet. Es ist nicht nur eine Verlobung und man kann es nicht lesen. Warum sind die Namen alle durchgestrichen? Muss ich irgendwann den Namen herausfinden? Ist es das Ziel des Spiels, dass ich irgendwann am Ende einem bösen Geist sage, ich heiße Rumpelstilzchen oder irgend sowas? Na gut, hier, komm. Mach auf. Past holds back, look closer. Sieh genauer hin. Die Vergangenheit hält zurück. Okay. Look closer. Closer ist das hier, aber wahrscheinlich muss ich das... Den Ring habe ich schon mal gesehen, der lag im Schlafzimmer. Das ist der Verlobungs... Nein, der Hochzeitsantragsring. Und ich habe gerade gehört, wie er ihr einen Antrag gemacht hat. Das ist ihr Ehering. Wenn ihr Ehering im Schlafzimmer lag, dann ist sie entweder ausgezogen, voller, ja, wie soll man das nennen, voller Wut und hat ihren Ehering dagelassen, oder sie ist tot. Ansonsten, wenn sie nur ausgezogen ist, aber trotzdem irgendwie der Partnerschaft noch eine Chance gibt, dann hätte sie den Ehering möglicherweise mitgenommen. Also wahrscheinlich sogar. Aber... Oh, die Tür war nicht da. Never forget, das muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Du bist immer noch zu, lass mich raten. Ja, klar. Und du glotzt immer noch doof. Ah.
dieses Haus. Ein Schaukelstuhl, der sich bewegt, das ist gespenstisch. Wetten, die Tür geht wieder zu. Bumm. Natürlich. Rüttel, rüttel. Die Kerzen sind an, ich drehe mich langsam um. Ich will es nicht, aber ich tue es. Ja, da ist nichts. Ich möchte mich dem Schaukelstuhl nicht nähern, wenn ich ehrlich bin. Die nächste Tür. In solchen Wandvertäfelungen kann man auch prima Türen verstecken. Was gibt's denn hier Leckeres? Einen Apfel und eine Pflaume. Und du hast mit Farben rumgesaut, wie ein Kleinkind. Bist du ein Maler oder machst du hier mit Fingerfarben rum? Ach, hier gibt's was zu entdecken. Das da zum Beispiel. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Das ist eine Drohung an eine Hausangestellte oder einen Hausangestellten, wer weiß. Eine Glühbirne, ach, das wäre schön, wenn ich die mitnehmen könnte und sie Licht spenden würde. Also eine Taschenlampe wäre eigentlich noch viel besser. Für die schummrigen Ecken. Und hier? Ach, da steht der Held davor hier. Was heißt Held? Ich glaube nicht, dass das ein Held ist. Er könnte seine Frau auch umgebracht haben. Das würde auch erklären, dass sie weg ist. So im Affekt, im Ehestreit, nachts. Die nächste Tür. Der nächste Schock. Was hängt da gerade aus in diesem Bilderrahmen? Was ist das für ein gruseliger Hirschkopf? Und? Tür zu. Und? Oh. Ah. Ah, da kam ich nicht her. Was ist hier? Garderobenständer, Aktensortier-Dinger, Bücher auf einem Sessel, das sieht aus wie eine kleine Bibliothek. So ein Globus steht doch normalerweise in einer Bibliothek, wenn ich hier nicht irgendwo hängen bleibe. Oh, wetten, da sind Weinflaschen drin? Ach, ich kann den Globus drehen. Ich dachte, das wäre so ein Globus, den man aufklappen kann. So eine Globusbar. Ja, da fällt mir gerade nichts Besonderes auf dem Globus. Von wann ist der denn? Also die Grenzen und so. Mal nach Europa gucken. So. Das sieht auf den ersten Blick aus wie die aktuellen Grenzen. Würde ich mal sagen. Das passt nicht ganz zum Interieur des Hauses eigentlich. Das wirkt ja doch eher altertümlich. Hier. Dominosteine. Wer hat das Feuer angemacht? Man weiß es nicht. Die allgegenwärtige Weinflasche. Wahrscheinlich muss ich irgendwann sagen, wie viele Weinflaschen gibt es im Haus? 637 oder irgend sowas. Geh auf. Vielleicht hat er auch erst zu trinken begonnen, nachdem seine Frau, was auch immer, ist weggestorben oder so. Weil bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass Alkoholprobleme schon während der Ehe eine Ursache für den Zwist waren. Nix. Und runter. Nix. Unspannend. Gibt es in diesem Raum gar nichts, was ich mir angucken muss? Angucken darf? Doch das hier, dieses Stillleben. Oh. Oh-oh. Eine Falltür.
Das ist jetzt sehr gruselig. Licht. Hier vorne kann ich schemenhaft. Ach, das ist nur die kaputte Wand. Ich dachte, es wäre ein Kerzenleuchter mit Kerzen. Ich kann ganz wenig sehen. Ach, wenn ich direkt an der Wand stehe, wird's hell. Warum auch immer. Das war schon im Badezimmer so, glaube ich. Ganz am Anfang. Oh, hier liegen kaputte Bilderrahmen. Ich taste mich mal hier an der Wand entlang. Die Wand verspricht Sicherheit. Oh, hier ist was im Weg. Ein schweres Möbelstück. Was ist das? Ein Regal? Oder so? Ja, sieht so aus. Ah, oh, hier. Oh, nicht schon wieder. Was ist das gerade gewesen? Immer wenn ich Licht anmache, also das war. Ach, wer bist du denn? Obwohl, du siehst noch halbwegs normal aus. Immer wenn ich Licht anmache, dann gibt's, also nicht immer, aber manchmal gibt's so komische Effekte. Ist das der Keller, in dem ich schon mal war? Das sieht nicht so aus, aber in dem Raum sieht er, in dem Haus sieht ja sowieso kein Raum so aus, wie man ihn gerade gesehen hat. Oh. Oh, in der Wand steckt was. Was ist das? Dust mice. Even in my lungs. There's always more. Wat, 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 wat? Staubmäuse. Selbst in meinen Lungen. Grotesker Ungezieferdreck, es gibt immer noch mehr. Hast du das gemalt, du Künstler? Das sieht jetzt dem Wolf und dem Rotkäppchen nicht ähnlich, aber das macht keinen Sinn, das anders auszudrücken. Was ist denn eine Staubmaus? Ich kenne Wollmäuse, kenne ich. Aber die sind nicht in Lungen. Impressionen des Künstlers, neue Errungenschaft. Ach, das ist auch wieder was, was ich gerade sammeln konnte. Kann man auch sammeln. So Zeichnungen. Fotos und Zeichnungen kann man sammeln. Ach, da habe ich ja was zu tun. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt was übersehen habe in einem Raum, in dem ich schon war, da komme ich ja nie wieder hin zurück. Ich weiß ja gar nicht, durch welche Tür ich. Ach, dieser Typ schon wieder. Durch welche Tür ich in welcher Reihenfolge gehen muss, um in einen Raum zurückzukommen, in dem ich vielleicht was vergessen und übersehen habe. Ich bilde mir auch ein, ich bin ganz am Anfang vom Spiel durch eine Tür nicht durchgelaufen. Die Tür neben dem Badezimmer. Ich meine, da war noch irgendeine. Oder? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ist das viel. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich, entgegen allen Erwartungen, eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal. Als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Der Brief ist auch verschwunden jetzt. Ja, wie interpretiere ich das jetzt? Sie kann keine Kinder bekommen und ist plötzlich schwanger geworden. Ja, da könnte man jetzt auf sowas kommen wie, ach, wie heißt dieser Film, wo eine Frau ein Kind des Teufels hat oder sowas? Rosemary's Baby? Das ist auch so ein Horrorfilm, oder? So dunkel ist mir da irgendwas. Vielleicht ist er gar nicht der Vater, vielleicht war das Kind ja auch, also nicht vom Gärtner oder so, aber
von irgendeiner höheren oder finsteren Macht. Und das hat dann vielleicht die Ehe auch sabotiert nach der Geburt. Uah, tote Ratten. Ich habe sie gesehen, sie verschwinden. Warum tun sie das? Ist der Keller noch da? Ja. Ist das die Kellertreppe? Die war doch nicht so lang, oder? Nein, sie hatte auch keinen Hebel. Oh, wieso gibt's hier einen Hebel? Hebel? Hebel. Komm, Hebel. Das ist ein Geheimkeller. Da war die Falltür. Wieso gibt es hier einen Geheimkeller? Was macht man denn mit einem Geheimkeller? Gruselig. Wenn ich da jetzt nochmal drauf laufe, dann passiert gar nichts. Es ist dieser Typ da, nicht diese komische Puppe. Ich verstehe das nicht. Ja, das Spiel möchte offenbar, dass ich hier weiter laufe. Wieso gehst du wieder zu? Das beunruhigt mich, wenn so Dinge von alleine passieren hier, ohne dass ich das angetriggert habe. So. Achtung, Achtung, Achtung. Bumm. Hihihi. Schön, wenn Dinge passieren, die man erwartet. Leider gibt's davon hier im Spiel nicht so viele. Aber egal, ich lasse mich nicht unterkriegen. Weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin.